Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir befinden uns im Moment in der Nordwüste, ist soweit ich weiß der Name des Dungeons, und suchen nach den Zahnrädern der Zeit, deren Ort wir noch nicht kennen. Drei sind es inzwischen normalerweise, die schon gestohlen wurden. Und warum zur Hölle hast du Low HP? Fragezeichen, man. Und jetzt suchen wir nach den restlichen beiden, damit wir wissen, wo der Dieb der Zahnräder, Reptane, als nächstes wahrscheinlich zuschlagen wird. Ich habe keine Ahnung, wie lang der Dungeon noch ist. Sorry, wenn ich nicht so ganz, weil, wenn ich nur ein bisschen heute nicht so hochmotiviert bin. Aber ich habe heute schon einiges aufgenommen, weil ich ja die ganze Woche nicht da bin, wie ich bereits in zwei der anderen Videos erwähnt habe. Und ja. Aber natürlich nehme ich mir trotzdem Zeit. Alter, geht das heute schnell. Natürlich nehme ich mir trotzdem die Zeit und produziere extra für euch Videos. Die Lecks sind gerade mal wieder komplett am Start. Nur damit ihr was zu gucken habt, während ich mal eine Runde chillen gehe. Dafür kann man doch mal einen Daumen hoch da lassen und ein Abo, wenn ihr es noch nicht habt. Lol. Und du lässt mich bitte in Ruhe. Ich hoffe, die Lecks lassen ein bisschen nach. Die waren in den letzten Folgen schon ziemlich arg. Und der Solarstrahl wird auch dir wehtun, obwohl du ein Pflanzen-Pokémon bist. Sag ich ja. Also ich glaube, Solarstrahl auf Fragezeichen Man war eine sehr gute Entscheidung. Ich hatte ja mal die TM gefunden. Und ja. Wie lang ist dieser Dungeon eigentlich? Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, in den 2,5 Minuten Aufnahme heute bisher 8 Ebenen geschafft. Das ist absolut neuer Rekord. In 2,5 Minuten 8, wenn nicht 9 Ebenen. Sind wir am tiefsten Punkt der Wüste? Pass auf, das ist Treibsand. Der Sand wird überall nach unten gezogen. Das sind Sandstrudel. Wenn wir zu nah rangehen, werden wir hineingezogen. Hier ist es gefährlich. Ich sehe nichts, was im entferntesten wie ein Zahnrad der Zeit aussieht. Doch, der Felsen da hinten. Nicht. Schade. Vielleicht ist hier einfach nichts. Oh, was ist los, Schmünter? Dieses Gefühl, dasselbe hatte ich am Nebelsee. Ich kenne diesen Ort. Vielleicht habe ich nur von ihm gehört, aber es kommt mir so vor, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Ich weiß nicht woher, auf jeden Fall kenne ich diesen Ort. Hör mal, Schmünter. Was ist los? Du warst gerade ganz gedankenversunken. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Du denkst nämlich nicht. Hier ist anscheinend nichts zu finden. Wie schade. Bericht mir Geld davon, lass uns heimgehen. Was? Echt jetzt? Ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet. Ich hatte das... Och nein! Das macht's aber nicht gerade besser. Die Wolken über der Nordwüste haben sich verzogen und das mit ganz dollen Lags. Ich habe im Hintergrund aber auch wieder 18 Fenster offen. So, 5 verschiedene Dinge geschlossen. Was? Es sind also alle von ihrer Suche zurück, aber niemand hat was gefunden. Wir täuschen. Ja, so ist es. Hey. Wir waren in den östlichen Wäldern, ganz wie man es uns aufgetragen hat. Aber hey. Da war aus dem Wald überhaupt nichts zu finden. Was die Kristallhöhle angeht. Ja, die war randvoll mit Kristallen. Wenn das mal keine hübsche Höhle war. Es war so hübsch, dass ich nicht anders konnte, als mir ein Kristall mitzunehmen. Wann hast du den denn aufgehoben? Ich war die ganze Zeit bei dir. Ich hab nichts gemerkt. Biliza. Unser Ziel war es, das Zahnrad der Zeit zu finden. Dieses Ziel zu erreichen ist uns allen nicht gelungen.
Und du hattest auch noch die Nerven, zu Vinja mitzunehmen, das mit der Mission gar nichts zu tun hatte. Für wen hältst du dich? Sorry. Ich wollte einfach einen kleinen Schatz haben, das ist alles. Sorry. Zwirrfinst, ich sage es ungern. Unsere Anstrengungen haben keine Früchte getragen. Na, wie ärgerlich. Ich habe geglaubt, wir hätten an vielversprechenden Orten gesucht. Ich gebe meinem eigenen Unwissen die Schuld. Ich bin wirklich betrübt. Meine Güte, nein! Du darfst dir nicht selber die Schuld geben. Geben wir Fragezeichen-Man die Schuld. Okay, das ist auch eine gute Idee. Naja, trotzdem waren unsere Anstrengungen umsonst, das ist Tatsache. Aber es ist sinnlos, uns selbst die Schuld zu geben. Geben wir sie stattdessen jemand anderem. Fragezeichen, man. Lasst uns den Plan überdenken. Wir werden uns morgen eine andere Strategie überlegen. Ja, das werden wir, auf dass wir das Problem gemeinsam lösen. So sieht es aus, Pokémon. Für heute haben wir genug getan. Ruht euch aus, bereitet euch auf morgen vor. Ja. Ne, können wir machen. Essen. Scheiße, mir ist ein Stift runtergefallen. Wo ist er? Hoffentlich hat das jetzt nicht so scheiße angehört. Mein Mikrofon ist an der Tischkante angeeckt, als ich ihn aufgehoben habe. Wir sollten auch etwas schlafen. Machen wir morgen wieder tollen Tag draus. Ich dachte, es kommt ein besonderer Text. Deswegen habe ich das diesmal anders als sonst vorgelesen. Aufstehen! Moin, moin. Legen wir uns weiter durch das Spiel. Und da sind wir wieder. Im Moment arbeiten der große Zwirrfinst und ich an der Lösung des Problems. Wir entwickeln unsere neue Strategie und bis wir sie entwickelt haben, möchten wir, dass ihr auf eigene Faust nach den Zahnrädern der Zeit sucht. Das ist alles. In Ordnung, heute ist es wieder hart arbeiten. Hurra. Ich habe den Stift geworfen. Zum Glück ist er nicht runtergefallen. Wir sollten heute auf eigene Faust suchen, Schmünter. Wo sollen wir suchen? Ich frag mich. Wir können zwar suchen, aber wir haben keinen Schimmer, wo. Oh, Moment mal. Gestern, als wir da draußen waren. Wir brauchen jetzt ein Flashback von einer Szene, die vor 6 Minuten Video war. Siehe vor 6 Minuten. Ja, das ist es. Gestern bei den Treibsandstrudeln dachten wir sind in einer Sackgasse. Aber vielleicht liegt dort doch ein Geheimnis verborgen. Was ist los? Steckst du schon wieder in einem Tagtraum? Natürlich, ich bin Gamer, ich bin immer müde. Wie, du willst nochmal zur Malsandwüste? Hä? Gestern hieß sie noch Nordwüste! Egal, ich hab die jetzt umbenannt. Lol, wir waren trotzdem gestern erst da und wir haben nichts gefunden. Was, als wir bei der Nordwüste waren? Du hast dort dasselbe Gefühl wie am Nebelsee? Na dann okay, Schmünter, wenn du sagst, wird das stimmen. Gehen wir nochmal hin, zurück in die Nordwüste. Oder vielleicht ist nur die Mitte der Nordwüste die Malsandwüste. Das wäre möglich. Also jetzt wirklich nur das Zentrum, wo die Treibsandstrudel waren. Mal gucken. Ich habe immer noch hier ein Ei gelagert. Boah, warum muss das so lange dauern in dem Spiel? Hilfe! Gibt's hier was Gutes? Oh, Belebersamen wäre halt schon sahnig.
Oder eher gesagt, samig. Warum mache ich solche Witze? Ich will solche Witze nicht machen. Hilfe! Ich verwirre mich selber. Ich denke, wo ich eh schon 600 in Bar dabei habe, werde ich mir heute ausnahmsweise den Belebersamen mal gönnen. Warum tue ich das alles weg? Nehmen. Und 0.800. Null und... Ach, jetzt ist das wieder. Null und... Nullzig. Ja, 0.800, null und nullzig ist meine Lieblingszahl, müsst ihr wissen. Also, hinterfragt's nicht. Der eine Typ fährt erst mal im offenen Kofferraum gerade die Straße vor meinem Fenster lang, läuft bei ihm. Das hat mich gerade leicht verwirrt. Sorry, ich muss kurz mal an mein Handy. Die WhatsApps, die ich gerade bekommen, sind ziemlich wichtig. Die muss ich leider lesen, auch wenn es unprofessionell ist. Okay. Das war tatsächlich... Also wenn es jetzt eine komplett andere gewesen wäre, als ich dachte, dann wäre es nicht so wichtig. Aber das war eine von denen, die ich erwartet hatte. Ja, es gibt einen Unterschied. Malsandwüste ist wohl das Zentrum. Das heißt auch, ich muss den Dungeon nicht nochmal durchqueren. Nee, weil was mich so verwirrt hatte, als wir hier waren, ich dachte, dass wir nicht nochmal überhaupt zurückgehen, sondern direkt wieder, direkt hier dann bleiben. Tja, wir sind wieder da. Aber es scheint immer noch nichts hier zu sein. Vor uns ist weit und breit nur Sand und Treibsandstrudel, wie man sieht. Gibt's hier sonst noch was? Welche Geheimnisse sollen hier verborgen sein? Er ist sehr schwach, aber ich fühle es trotzdem. Ich kenne diesen Ort immer noch. Aber so wie es hier aussieht, ich muss Fragezeichen mein Recht geben. Obwohl... Naja, wie wir wissen, wenn ich Fragezeichen mein Recht gebe, dann haben wir beide Unrecht. Abgesehen von den Strudeln gibt's hier nichts. Aber warte, eine Sekunde. Okay, der Timer der Aufnahme ist umgeschlagen, eine Sekunde ist rum. Wenn es nur Treibsand gibt, dann muss das Rätsels Lösung sein. Hier geht's nicht mehr weiter, oder? Was denkst du, wo sollen wir suchen, Schmünter? Bitte was? Was hast du gesagt? Wir sollen in den Treibsand springen. Ist das dein gottverdammter Ernst, Schmünter? Schlägst du gerade wirklich vor, dass wir da reinspringen? Okay, ich vertraue dir, Schmünter. Ich glaube an dich. Ich habe es nur dank dir so weit geschafft, als wir auf unserer ersten Erkundungstour waren. Okay, wenn ich jetzt Angst bekomme und nicht mit vollem Tempo abspringe, dann bin ich tot. Ja. Damals habe ich dir auch vertraut, Schmünter. Ich habe es damals geschafft, weil du mir Mut gegeben hast, Schmünter. Meine Gefühle haben sich seitdem nicht geändert, Schmünter. Also lass uns das tun. Lass uns Suizid begehen. Bin ich auch für. 1, 2, 3. Ups, bin stehen geblieben. Und jetzt müssen einfach nur die Credits laufen. Aber nein. Digga, wenn ich ein Entwickler wäre, ich wäre so ein Mensch. Ich hätte an dieser Stelle Credits eingefügt. Autsch, meine Hintern. Wo sind wir? Ist das eine Höhle? Nee.
Wir sind von oben heruntergefallen. Du hattest recht, Schmünter. Du hattest recht, das Geheimnis lag im Treibsand. Legen wir los. Nächster Bodendungeon. Die Nordwüste hat mir in meinem Original-Let's Play und eben jetzt auch die Treibsandhöhle aber mehr Spaß gemacht. Da war ich immerhin Wasser-Pokémon. Ja, Lutschin leer. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es so schnell weitergeht wie vorhin. Warte, Kohle nehme ich aber schon mit. What the fuck war das? Das Ding ist da einfach aufgetaucht. Hallo, ich schlag dir auf die Schnauze. Ibims. Ach, Pupita ist, dachte ich, nur Gestein. Deswegen habe ich Funkensprung benutzt. Weil dann wäre es neutral gewesen und dann hätte ich es auch mal nutzen können hier. Wie viel macht denn so ein Tackle? Ja, ungefähr gleich viel wie der Biss. Nö. Ich guck da gar nicht hin. Neues Level 20. Und leider geht es nicht so schnell wie in der Nordwüste. Und zwar nicht ansatzweise. Oh, hier auch nicht. Dann gibt's nur eine Abzweigung, die ich bisher noch nicht genommen habe. Ja, ich muss die Dinger loswerden. Dich auch. Abschlag. Das hat lange gedauert. Die Treppe war wieder im so ziemlich letztmöglichen Raum. Leimkost und Eisendorn. Wozu brauche ich das? Eine Sackgasse, wo gar nichts drin ist, brauche ich aber noch weniger. Mach mal Fragezeichen, man, genau das wollte ich. Ah, hier ist die Treppe. Wir müssen es ja nicht angreifen. Es war klar! Ich kenne Fragezeichen, man. Also jetzt meine ich gerade in dem Fall auch hauptsächlich den hier in-game. Den echten natürlich auch, aber... Eieieiei, essen wir es. Essen wir einen Igel aus Dreck. Das klingt für mich nach einer genialen Idee. Oh, zum Glück ist hier die Treppe. Wenn nicht, wäre ich einfach den ganzen ewig langen Weg umsonst gerannt. Und das hätte ich nicht sahnig gefunden. Lol, ein Fight. Das Ding hier wird gleich nicht mehr leben. Das hat weniger Schaden gemacht, als ich dachte. Ich hätte auf 200 geschätzt. Oh Gott. Hoffentlich verfolgt. Hier war gerade ein Pokémon, aber jetzt ist hier was. Stimmt, da hätte ich jetzt eigentlich auch Funkensprung benutzen können. Boah. Das war der allerletzte mögliche Raum. Das kriegst du ja wohl genau hin. Die Kohle nehme ich mit. Und das überlebt Pupita nicht. Geld nehme ich mit, Slime kostet nicht. Endlich mal wieder eine Ebene, die schnell geht.
Essen! Woo! Boah, ich hab echt wieder viel Glück heute mit Treppe finden. Ebene 8. Ich würde eigentlich zumindest das gerne heute schaffen. Und nächstes Level ab für Schmünter. Ah, neue Attacke. Bitte sei Ladungs... Ah, nicht Ladungsstoß. Nein, brauche ich nicht. Das wollte ich nicht. Okay, ist schon wieder wach. Ich habe einfach ein verdammtes Pech heute. Und ich würde tatsächlich auch sagen, ja, doch. Ich bin ja, wie gesagt, gerade am Vorproduzieren und ich muss ein bisschen auch... Habe ich... in beiden anderen Projekten gemacht und werde ich hier jetzt auch wieder machen. Mal keine 30-Minuten-Folge, sondern nur 20. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann kommen wir hoffentlich ans Ende der Treibsandhöhle. Oh mein Gott, ein Geldlager. Und mal gucken, ob wir dort dann ein Zahnrad der Zeit finden. Perfekt. Bis dann. Ciao.